Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yashiro Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Können wir uns eigentlich um den ersten Raum kümmern, ne? Sollen wir hier anfangen? Das ist auch der erste Raum, den wir gemacht haben. Fangen wir mal hier an. Oh, eine geile Farbe hier drin. Kriegst du erstmal voll den Anfall. Ich baue erstmal ein paar Betten. So. Habe ich ja hier ein Craft Table. So. Drei Stück brauche ich, ne? Habe ich gesagt, oder? Ich könnte natürlich auch zwei reinsetzen. Ich baue erstmal drei. Mal gucken. Das roter Wolle, die ist ja jetzt über. Da habe ich da, glaube ich, auch am meisten von, ne? Die kann man nämlich nicht stapeln. Muss ich dann sowieso ein bisschen gucken, dass ich da nicht zu viele von vorproduziere, weil sonst weiß ich nicht, wohin damit. Im automatischen Lager kann ich ja keine Sachen einsortieren lassen, die sich nicht stapeln lassen. So, hinein. Ein Bett. Wie sagen, kommt auf die Seite. So, und jetzt zu dem Gedanken, den ich hatte. Nicht hier eine Bank einbauen, so in der Form. Ganz gemütlich. Dann kann ich mir mich noch fünfmal Teppich gemacht. Na, das macht nichts. Ich habe ja noch rote Wolle, da kann ich auch noch Teppich bauen. So, einmal, zweimal. So. Zweimal Tisch. Hier in die Ecke kommt, oh ja, Truhe. Cool. So, da muss ich natürlich hier noch irgendwas hinmachen. Bin ich gerade mal überlegen, habe ich so ein 3x3 Bild oder so? Bitte was, ne? So 3. Drei breit wäre cool, wenn ich das hätte. Setzt immer links an, ne? Da. Ich lass mal die Fackel da. Ja, ein Bild ans Bett. So. Da ein und eins. Ah. Boah. Schön gemütlich. Ne? Ich glaube, da kann man mit kann man sich mit arrangieren. Ne? Auch noch als Zusatz. Ah. So. Ich finde, das ist zu viel. Das ist, oder?
viel. Eindeutig zu viel. So. Hämmert den Raum so zu. So ist das besser. So lassen wir es. Cool. Erster Raum haben wir erwischt. Dann machen wir den zweiten. Den müssten wir jetzt eigentlich, wenn wir das richtig machen, mal seitenverkehrt machen. Das ist einmal da das hin, einmal dort ein Bett hin. Ja, fast. Dann ist es schön, wenn die Bilderrahmen da so rumfliegen. So, kommt noch eins hin. Und da kommt noch eins übers Bett. Aber in dem Raum würden Bilder besser aussehen, die nicht blau sind. So zum Beispiel. Gebe mir ein kleines Bild, das nicht blau ist. Und das ich noch nicht habe. Kann nicht so schwer sein. So. Auch schon. Mich wohl verarschen. Wieder. Sag doch, der will mich verarschen hier. Das ist blau. Das ist auch blau. Ich möchte nicht blaues Bild auf blau, wann sieht doof aus. So. Rot, rot, rot. Das sieht gut aus. So. Endlich. Oh, drei verschiedene Bilder hinbekommen hier. Da einer hin, da. Jetzt fehlt mir natürlich nur noch. Nee, fehlt mir nicht. Zwei rote habe ich für diesen Raum. Das nächste Separé ist auch fertig. Überlegen, ob ich nicht das schon mache, dann muss ich es auch richtig machen. Ne? Da müssen da zwei Betten rein, oder? Oh, Keksikor ist wieder da. Zum Gruße. Hallo. Geht's dir? So, Doppelbett. Definitiv Doppelbett, oder? Club separé, Doppelbett. Ja. Kein Single Room zum Übernachten. Hey ho! Jo, hey ho. Drei Stück brauche ich dann noch. Drei Betten. Zwei. So, sagt man, was treibt dich um? Alles gut bei dir? Da kann ich auch gleich noch Teppich bauen. Ich brauche ja noch einen Teppich. Ich aber nur drei. Einen gibt es nicht. Gut. Oh, okay. Dann nehme ich halt drei. So, dann müsste ich jetzt im ersten Separé natürlich auch. Ja, bestens. Schlechten Menschen geht es immer gut, oder? Also, Familie. Perfekt. Perfekt. Obwohl, vielleicht war ich in letzter Zeit ein paar viele zu gute Taten verbracht. Ich habe leichte Kopfschmerzen. Nein,
Tatsächlich nicht. Mir geht's gut. Super. Eieiei. Habe ich zwei Betten drin? Eins fehlt noch. Der schwarze Raum. Oh. Da bin ich gleich mal schwer gespannt. Guck mal. Boah. Okay. 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 Na gut. Hab mir gedacht, ich versuch's mal. Ich wollte mal so ein dunkles Image aufbauen, aber es funktioniert irgendwie bei mir nicht, ne? Ärgerlich. ja. Ich finde das total cool. Ach. Blumenbild hier drin. Hier wären jetzt wiederum diese blauen Bilder super, ne? So wie das da und ja, das da und boah, die erschlagen ja die Bilder. Wie sicher. Ist auch dunkel genug. Gut. Wohl, man kann den Menschen ja immer nur vom Kopf gucken, ne? Wer weiß. Bin ich am Inneren total verdorben. Da setzen wir uns noch Truhe hin. Jetzt hatte ich mir extra einen Rüstungsständer mitgenommen, weil ich mir dachte, ich baue mir hier so ein wie so eine Art Schlafanzugständer ein. Ne? Dankeschön. Mehr kann ich dazu nicht sagen. War ja fast ein Kompliment, wenn man sagt. Ne? Ich könnte jetzt diesen Rüstungsständer hier in die Ecke bauen. So, hier war's. Dahin. Hopp. Und da dann eine Rüstung drauf setzen. Dann hätte man hier in diesem süßen Separé zumindest immer so eine Art Sinn. Davon zu. Ja, machen wir. Heißt, er müsste hier hin, richtig? So. Und hier hin. Jetzt fehlt natürlich noch was, ne? Würde natürlich noch die Rüstung dazu fehlen. Ich habe doch noch einen Ständer über, den könnte ich hier noch hier hinbauen. Die bringe ich auch noch mit. Also brauche ich noch den letzten Rüstungsständer, den ich noch besitze, plus dreimal Rüstung in verschiedenen Farben. Fest. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Und was sagst du zu den Separés hier? Schönen kleinen Partisan nach hinten raus und ein paar jetzt mal Spielzimmer. Keks.
Partei. Merci. Ach, ne? Und ein bisschen aussortieren. Ich hätte ja auch am liebsten noch ein bisschen etwas andere Aufteilung genommen. Aber leider ist der Berg nicht groß genug. Der ist dafür ein bisschen zu klein. Deswegen sind es nur 3 Stück geworden. Ich hätte am liebsten einen Korridor gemacht und so 4 Räume. In jede Richtung nach hinten 2 und nach rechts und links noch einen. Weil die hätte ich dann in die Luft bauen müssen. Hätte ich so über meinem Tal so einen schwebenden Raum gehabt. Das ist ja auch noch was. Ein Raum aus Glas. Das passt aber nicht zu meinem bisherigen Tal an der Stelle. Ich zeig dir nicht mal, wo das ist. Was stehst du warum? Moment. Vielleicht mir die. Habe ich hier noch irgendwelche Teile? Ja, guck mal hier. Da. Lederstiefel habe ich. Und eine Lederkappe. Nehmen wir schon. Eisenstiefel. Ja, das muss ich mir jetzt bauen, ne? Ich brauche schon wieder Leder. Verballer jetzt schon wieder Leder. Krass. Für die Bilderrahmen habe ich schon so viel gebaut. Für die Bücher. Oh mein Gott. Ja. Wie wär's mit Eisen? Da hab ich genug von. In dem Eisen. Oh Gott. Soll jetzt noch passende Farben dazu? Lass uns doch mal, wie viele Rüstungsteile sind das? 4 Stück meine ich, ne? 4 Rüstungsteile würde bedeuten, auch 4-mal schwarz. Nee. Ah. War so, Kopf, Hose, Hände. Doch, stimmt, passt. Passt. Also schwarz, die schwarze würde ich jetzt in den roten Raum. Dann lass uns eine rote in den blauen Raum. Nein. Ich habe ja keinen roten Raum. Dann lass uns eine Magenta. Habe ich auch lila. Dann lass uns eine magentafarbene in den schwarzen stellen oder so. Vier, ne? Habe ich doch richtig. Ich war erst am Überlegen gerade. Haben wir noch Handschuhe extra? Aber ich glaube, das war nicht der Fall hier, ne? Genau. Richtig. Kann ich doch sehen, da. 1, 2, 3, 4, siehst du? Für die ganz, ganz Verblindeten. Ja. Komm, lass uns Orange nehmen. Das sieht lustig aus. Ah, ich brauche noch eine. Ich brauche ja noch eine. Ich brauche noch eine. Rot. So. Und den letzten Rüstungsständer. Ich hatte doch noch einen Rüstungsständer über. Irgendwo hier, meine ich. Ja. Doof. Wo ist er? Ich
bin schon wieder dran vorbeigelaufen oder so, ne? Ist er doch. So. Einmal hier den letzten Rüstungsständer. Die beiden Lederteile, die kann ich gleich noch wegpacken. Oben. Ja, es sind Sachen, die sind, weiß ich nicht, beim Angeln gefallen oder so, glaube ich. Da hast du ja auch schon mal häufiger, dass beim Angeln da irgendwelche Rüstungsteile fallen, ne? So, lass uns mal ein bisschen Rüstung produzieren hier. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.